Wie der Titel schon sagt, wird es heute beim Surrealismus, unter dem sich ja die meisten wahrscheinlich eher eine Künstlerinnen- und Künstlerrichtung oder Gruppe irgendwann in den 20er, 30er Jahren irgendwo in Paris vorstellen, gehen, aber diesmal nicht unter dem Aspekt oder der Beleuchtung als Künstlerinnen und Künstler, sondern ich versuche jetzt heute aufzuzeigen, inwieweit diese Leute politisch impliziert waren in der Epoche nach 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich, wo dann doch einiges los war. Auf politischer Seite gab es so doch sehr prägnante Ereignisse wie die Gründung der Kommunistischen Partei, die eine Abspaltung von den Sozialisten war, also eine massive. Es gab eine große Frustration oder ein großes Infragestellen, vor allem der jungen Leute, gerade jener, die irgendwie gerade den Ersten Weltkrieg und das große Massaker, wie sie es oft bezeichnet haben, überlebt haben. Und es gab auch von einem kleinen Café ausgehend in Zürich eine Gruppe von Leuten, die während des Krieges versucht haben, sozusagen diese Gesellschaft, die zu diesem Wahnsinn getrieben hat, anhand der, sagen wir mal, zu kritisierenden oder aufzulösenden Kultur und Kunst zu bekämpfen sei. Und das waren die Dadaisten. Café Voltaire, Zürich, 1914, 15, 16, 17 strömten da die ersten Flüchtlinge, meistens Leute, die halt nicht in den Krieg ziehen wollten, dorthin. Und dann nach dem Krieg, darunter vor allem eine Figur namens Tristan Tzara, kamen die nach Paris, weil Paris damals nicht nur politisch gesehen ein spannender Fleck war, aber das interessierte eher die Franzosen und Französinnen, sondern auch natürlich vom Künstlerischen her. Das hat eine viel längere Tradition, über die heute zu reden vielleicht den Rahmen sprengen würde, aber muss ich das ungefähr so vorstellen, dass in Paris, also angefangen von der Lost Generation, das waren amerikanische Schriftsteller, darunter Leute wie Henry Miller oder Hemingway, bis hin einmal zu Leuten aus den ehemaligen Ländern der Donaumonarchie wie Tristan Tzara, also aus quasi Rumänien, später in Rumänien, und andere dorthin strömten und irgendwie Furore machten. Auch nicht zu vergessen die vielen russischen Flüchtlinge, die aus verschiedensten Gründen vor der russischen Revolution geflohen sind und dann doch mit ihr sympathisierten. Also es ist eine sehr komplizierte Situation und mittendrin gibt es da zwei Männer, die versucht haben, irgendwann mal Medizin zu studieren und Gedichte zu schreiben und die dann während des Krieges sozusagen sich um die Kriegstraumatisierten, würde man heute sagen, gekümmert haben und dabei auch einen Dichter kennengelernt haben, der sozusagen kurz vorm Selbstmord stehend noch nicht seinen schwarzen Humor vergessen hatte. Dieser Dichter hieß Jacques Vacher und er brachte diese zwei, also vor allem einen der beiden jungen Sanitäter, endgültig dazu, seine bürgerlichen Vorstellungen einer normalen Existenz irgendwie über Bord zu werfen und sich nur noch der Revolution, dem Dadaismus und andere Ismen zu widmen. Und dieser junge Mensch war André Breton, der sozusagen dann später den Spitznamen des Papstes des Surrealismus bekommen hat. Was man vielleicht gleich am Anfang sagen soll, also ich versuche hier nicht irgendwie das Ganze, also eine Lobhymne auf den Surrealismus zu machen, obwohl es viele Möglichkeiten dazu gibt, aber also ein Problem, was wir in vielen Avantgarde-Bewegungen haben, ist, dass das doch, und noch heute haben, ist, obwohl zum Glück weniger ist, dass halt das sehr, sehr männlich dominiert war und fast hingehend bis zum Machismus, also die sahen sich, also gerade André Breton, sahen sich als also
große, wichtige Männer, die halt auch irgendwie andere Menschen, aber am wenigsten Frauen in ihrem Kreis zugelassen haben, also als ebenbürtig. Natürlich als Bewunderungsobjekt, wenn man so will, schon, aber nicht als gleichberechtigte Künstlerin. Ja, das heißt, die kommen alle zurück nach Paris, gründen Zeitschriften, also es gibt alle möglichen Titel, die ich da aufzählen könnte, ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass sozusagen im Gegensatz zu anderen Künstlerinnengruppen und Künstlergruppen, die damals sich in Paris bildeten, oder Schriftstellerinnen und Schriftstellergruppen, diese von Anfang an sehr politisch dachten, und zwar in einem revolutionären und, wenn man so will, konstruktiven Sinn. Was dann auch sehr bald, also diese erste Zeitschrift hieß Literatur, also einfach zu merken, Literatur, wo eben halt André Breton und Aragon, das ist der zweite Louis Aragon, der zweite Dichter, wenn man so will, mit einem ähnlichen Schicksal sich wiederfanden, kam auch Tristan Tzara dazu und andere Dadaisten, die wiederum eine sehr nihilistische, könnte man fast sagen, Position vertraten und sehr bald nichts mehr anzufangen wussten mit diesem Versuch, die russische Revolution, die gerade in aller Munde war, auch nach Frankreich zu transportieren. Es verliefen dann einige Jahre bis Mitte der 20er Jahre in so einem Hin und Her und einer beginnenden Auseinandersetzung halt dieser Sartre hat sie später als bürgerliche Söhne bezeichnet, also nach dem Zweiten Weltkrieg, also in seinem Buch Was ist Literatur, als bürgerliche Söhne, die sich gegen ihre Väter auflehnten. Das waren sie vielleicht damals wirklich. Die ersten Jahre haben sie halt so herumlaviert zwischen Poesie und eben halt neuen Formen der Auseinandersetzung und Zersetzung von Kunst und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Natürlich wurde ziemlich bald Marx entdeckt und auch der frühe Hegel. Und eine wichtige Entdeckung war für die damals, auch weil sie halt im, wenn man so will, psychiatrischen Dienst im Krieg gearbeitet haben, war die Entdeckung der Psychoanalyse. Also der Breton war quasi Assistent eines Assistenten vom Charcot und der Charcot war halt jener Psychiater, zu dem der Sigmund Freud einst gepilgert ist nach Paris und der die Hysterie untersucht hat. Und somit wird sozusagen die Psychoanalyse in einer sehr simplifizierten Form auch angewandt, um Poesie und Kunst zu machen, beziehungsweise eben halt keine Kunst mehr zu machen. Weil von Anfang an, und das hatten sie irgendwie von den Dadaisten übernommen, die Kunst einfach nur als etwas gesehen wurde, so wie Marx die Religion gesehen hat, so ein Raum, wo man abseits der Albträume und unerträglichen Zustände quasi noch irgendwie so eine Art künstliche Utopie schaffen kann und sich fliehen kann in irgendwelche schönen Musikstücke, Bilder und Bücher und dabei die Realität vergessen kann. Es ging ihnen darum, sozusagen das aufzulösen. Und das ging nur, wenn sozusagen der Konsument und die Konsumentin abhanden käme. Ja. Das heißt, so wie später dann Andy Warhol postuliert hat, sollte mehr oder minder jeder ein Künstler und eine Künstlerin werden. Und nicht indem man irgendwelche Bücher oder so einen kulturindustriellen Kontext da herumpubliziert und irgendwelche Ausstellungen organisiert, sondern indem man sich auf diese Methoden, und eine dieser Methoden war das automatische Schreiben, stark von der Psychoanalyse, wenn man so will, beeinflusst, oder behaupten sie zumindest. Und das bestand darin, dass man sich, ich weiß nicht, wer von euch Psychoanalyse gemacht hat, also ich habe das ein paar Jahre versucht, man legt sich halt eine Stunde hin und versucht oder muss quasi, wie man so schön sagt, frei von der Leber weg irgendwas erzählen und das täglich. Die machen das quasi nicht in einer Stunde, sondern mit irgendwelchen Aufputschmitteln machen die das tagelang durch, also bis sie irgendwie umkippen. Und so entstanden halt ganz wüste, scheinbar unlesbare Texte.
die dann auch publiziert wurden in eigenen Zeitschriften. Und ein nächster Schritt war auch, und da kommen wir auch zur Bildenkunst, zum Beispiel zu Max Ernst, der das in seiner Arbeit am Anfang sehr gemacht hat, kam auch also die Idee der Collage und der Montage auf. Also man hat Elemente des Bekannten, also Max Ernst hat, also ich weiß nicht, ob ihr diese Arbeiten kennt, die sehen aus wie Radierungen, sind auch teilweise welche, aber es sind einfach zusammengepickte Radierungen aus dem 19. Jahrhundert, aus, sagen wir mal, so halb erotischen Zeitschriften, die er da irgendwie am Flohmarkt gefunden hat, kombiniert mit irgendwelchen anderen, mit Tieren und. Und das war sozusagen dem sein Versuch, sich dem zu nähern. Also ein Zitat, also auf Französisch, ich habe es jetzt drück übersetzt auf Deutsch. Also Max Ernst, für ihn war sozusagen das Bild, das surrealistische Bild oder surreale Bild, die Vermengung zweier unvermengbarer Realitäten, basierend auf einem Plan, der scheinbar nicht angebracht ist. Wir sind jetzt so Mitte der 20er, Ende der 20er Jahre. Es gibt in dieser ganzen Gruppe oder in diesen Gruppen um die Surrealisten und Surrealistinnen herum eine Gruppe, die damals schon dem Walter Benjamin aufgefallen ist oder dem George Grosz, die auf ihren Paris-Besuchen halt versucht haben, das Ganze mal zu erfassen, was da passiert. Und das war eine Zeitschrift, die hieß Clarté, Klarheit. Und deren Leiter, Pierre Naville, war ein Schriftsteller, der dann später Psychoanalytiker wurde und. Oder ein, sagen wir, in der Wissenschaft, der psychoanalytischen Wissenschaft einiges voranbrachte. Dazwischen war er dann Trotzkist. Aber zu dem Zeitpunkt war er noch KP-Mitglied und hat mehr oder minder die ganze Gruppe oder einen Großteil der Gruppe dazu gebracht, auch der Kommunistischen Partei Frankreichs, die einen sehr antistaatlichen, sehr revolutionären Kurs verfolgt hat, beizutreten. In dem Kontext kann man vielleicht nochmal auf den Begriff Avantgarde zurückgreifen. Der hat ja an sich, obwohl das heute vor allem in der Kunstszene sehr gern gebraucht wird, hat der gar nichts Künstlerisches ursprünglich an sich, sondern es war eigentlich eine Begrifflichkeit vom Lenin, der das Proletariat als Avantgarde-Revolution gesehen hat. Wenn man so will, dann die Partei als Avantgarde der Avantgarde, also des Proletariats. Und wahrscheinlich dachte sich damals Breton und die anderen, dachten sich damals, okay, und wir werden die Avantgarde der Partei sein, also sozusagen die dreifache Avantgarde der Revolution. Nur kam es da irgendwie anders, denn, jetzt zitiere ich mal kurz was, um den Kontrast irgendwie zu zeigen, was eigentlich die Surrealisten und Surrealistinnen wollten und was dann die KP irgendwie dann gesehen hat. Also es war so eine Art Aufruf, noch bevor diese ganzen Manifeste, also die Surrealisten wurden und Surrealistinnen wurden berühmt durch ihre Manifeste, die im Laufe der 20er und 30er Jahre publiziert wurden, wo sie quasi ihre Positionen klarstellten. Aber davor gab es noch einen Aufruf, der hieß zuerst und immer die Revolution und der erschien in der damaligen kommunistischen Tageszeitung, die es ja heute noch gibt, Humanité, also Menschheit, oder kann man so übersetzen. Wir akzeptieren die Gesetze der Ökonomie und des Tauschhandels nicht, wir akzeptieren nicht die Sklaverei der Arbeit und auf einem noch weitläufigeren Gebiet erklären wir uns als im Aufstand gegen die Geschichte befindlich. Die Geschichte wird von Gesetzen gesteuert, deren Voraussetzung die Trägheit des Einzelnen ist. Ja, und ein paar Jahre später antwortet quasi in seiner Analyse der Pariser Zustände ein, also auch sehr spannender sowjetischer Schriftsteller, I.A. Ehrenburg, die Surrealisten, also quasi ein Staatsromancier, vor allem während des Krieges dann der Sowjetunion, die Surrealisten wollen zwar von Hegel, also auch von Marx, also auch von der Revolution etwas wissen, doch was sie ablehnen ist Arbeiten. Gut. Ungefähr mit dieser Stimmung empfängt dann sozusagen André Breton in der Partei. Er darf dann statt die großen theoretischen Arbeiten und revolutionären, was weiß ich, Kunstaktionen der Partei zu organisieren, wird er zugeteilt einer Gruppe von Arbeiterinnen und Arbeitern, die für die Gaswerke arbeiten und soll die irgendwie so schulen. Und das war's dann.
Am Anfang sind Sie ja noch irgendwie alle dabei. Nur vielleicht die narzisstische Kränkung spielt ein bisschen mit, aber auch eine andere, sagen wir, politische Realität, die immer mehr die KP einholt, nämlich natürlich die langsame, also Anfang der 30er Jahre, Ende der 20er Jahre, langsam beginnende Stalinisierung, wenn man so sagen kann, der Partei. Also Trotzki wird ja 27 quasi ins innere Exil geschickt und flieht dann, kommt dann irgendwie auch nach Paris. Andere alte KPler, zum Beispiel ein gewisser Viktor Serge, der auch ein Freund von Lenin war und in Moskau sehr aktiv war, ich glaube, er war Belgier, wird eingesperrt. Es gibt die ersten quasi Prozesse, es sind noch nicht die Schauprozesse, aber die ersten größeren quasi Säuberungen innerhalb der Partei. Und das sickert so langsam nach Frankreich durch. Und es gibt auch neue Richtlinien der KP und jedes Mitglied der Partei muss denen ja folgen. Und nachdem sozusagen, weil es ja auch in der Sowjetunion eine Avantgarde gegeben hat, wenn man so will, eine futuristische, mit ganz vorne Majakowski, und er bringt sich ja 1930 um. Und nachdem seinen Tod ändert sich quasi dort alles in der Auffassung, und es wird der sozialistische Realismus mehr oder minder ausgerufen, bei einem großen Kongress in Kharkov 1930, wo alle möglichen Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Welt, die irgendwie der KP nahestehen oder Mitglieder sind, eingeladen werden. Und dieser sozialistische Realismus hat natürlich nichts mit dem zu tun, was Breton und einige andere noch wollen. Und da kommt es quasi zur ersten Spaltung, weil der andere quasi Medizinstudent, der am Anfang, den ich kurz erwähnt habe, pardon, Louis Aragon, wird nach Kharkov eingeladen, es, in der Hoffnung, dass er dort vor den also Hunderten oder Tausenden, was weiß ich, Schriftsteller und Schriftstellerinnen da eine Rede hält, die sozusagen den Surrealismus oder die Avantgarde und auch so diesen anarchistischen Ansatz noch unterstützt. Der macht nichts dergleichen, sondern wird quasi dort ein strammes Parteimitglied, kommt zurück und tritt aus mit einigen anderen. Und es erfolgt eine der vielen, vielen Spaltungen in dieser surrealistischen Bewegung, die, deswegen kann man in dem, also allein schon deswegen von einer politischen Bewegung mehr oder minder reden, die quasi fast immer aus politischer Motivation stattfanden. Ja, also die erste Spaltung, die habe ich vorhin vergessen, war, als alle zur KP beitraten, distanzierte sich ein sehr, also von Anfang an sehr stark involvierter Dramatiker, also Dramatiker, sagen wir mal Theatermensch, Antonin Artaud, also Theater des Grauens, als erster vom Surrealismus, weil er das nicht mittragen wollte. Und nun distanzierte sich quasi André Breton von seinem eigenen Entschluss, da Kommunist zu werden. Also zumindest kommunistisches Parteimitglied. Der Bruch kam dann endgültig 1935 zustande, als quasi nach dem Selbstmord eines anderen Surrealisten, René Crevel, der noch versucht hat, da irgendwie eine Verknüpfung herzustellen, nach dessen Selbstmord quasi treten die aus. Also Breton und andere, Aragon und andere bleiben wiederum drin und machen dann eine ziemlich fulminante Parteikarriere, werden dann auch alle Romanciers, also Aragon wird vor allem für seine Romane berühmt sein, auch dann für seine Gedichte natürlich, aber damals zu diesem Zeitpunkt eher für seine Romane. 1934 passiert in Frankreich etwas Neues, also nicht etwas Neues, sondern es wird eine Konsequenz gezogen, betreffend auch, was in Deutschland passiert ist, also die Machtergreifung der Nazis. Und am 6. Februar versuchen ja in Paris, 34, versuchen, wenn man so will, französische Faschisten und Faschistinnen, Nazis,
Veteranen des Ersten Weltkriegs, also ein bunter Haufen Royalisten und. Also eine riesige Demonstration. Also mehr als zwei NDP-Leute, es waren ungefähr 100.000 Menschen auf der Straße. Und die haben versucht, das Parlament zu stürmen, wurden aber von der französischen Polizei quasi vertrieben. Es gab auch Tote. Und das hatte zur Folge, dass etwas fast Unmögliches passiert ist, nämlich dass die Sozialisten, die eine große Gegendemonstration organisiert haben mit Léon Blum, und die Kommunisten, die auch eine große Demonstration organisiert haben, plötzlich da sich vereint haben. Ja. Und das war etwas ganz Neues, weil das waren ja sozusagen die großen Feinde auch. Und einer der ersten, der sozusagen ein Komitee mitgründet mit ein paar anderen quasi vorpreschenden Kommunisten und Sozialisten und noch anderen Linken, um eine Vereinigung der, ja, man kann es grob umschreiben, antifaschistischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen zu gründen, war André Breton. Und man kann dann sozusagen von da ab auch einen sehr starken, also wegkommen von der Idee, eine Revolution durchsetzen zu können, einen sehr starken politisches Akzent gegen Faschismus wiederfinden. Also es wird groß gehofft, dass man mehr im Spanischen Bürgerkrieg tut. Es geht aber de facto nur einer dieser Schriftsteller, Benjamin Perret, geht dann nach Spanien zu den Anarchisten. Es gibt eine gewisse Radikalisierung auch in der Akzeptanz der Gewalt gegen Nazis. Also es vereinen sich wieder abgespaltene Surrealisten und Surrealistinnen in einer neuen Gruppe, die hieß Gegenangriff, Kontratak. Das waren Leute wie Georges Bataille, den vielleicht einige auch kennen, und Breton. Das dauerte aber nur kurz. Und dann gab es halt das große Idol für kurze Zeit für Breton, den er bei seiner Mexiko-Reise kennenlernte, nämlich Trotzki, und die haben dann so einen Aufruf an die revolutionären Schriftstellerinnen und Schriftsteller geschrieben. Ja, und dann war es still, weil dann brach der Zweite Weltkrieg aus und Breton zog sich nach Amerika, also floh nach Amerika, also zog sich zurück ist der falsche Ausdruck, also floh und versucht halt übers Radio von dort irgendwie aktiv zu sein. Andere gingen in die innere Emigration, die bei der KP waren, wie Aragon, gingen in die Resistance. Und es war dann so, und das ist dann die Frage, weil wieso war nach dem Zweiten Weltkrieg vom Surrealismus quasi als Bewegung nicht mehr so viel zu hören? Also es war schon noch viel zu hören, aber es war eher so eine Art Runde für ältere Leute, nicht? Also Nostalgietreffen, obwohl Breton noch einige sehr interessante Bücher geschrieben hat und die anderen. Aber wieso klang das so ab? Also es gibt da verschiedenste Theorien. Sicher war es so, dass man den Surrealisten und Surrealistinnen und ihren Arbeiten quasi den Wind aus den Segeln nahm, als durch ihre Beteiligung an der Resistance und auch ihre wichtige Beteiligung, auch ihre Schriften, quasi diese, vor allem die Dichter und Dichterinnen zu Staatskünstlern erhoben wurden. Also ich war in einer französischen Schule, da nimmt man halt das massivst durch. Ja. Also man analysiert surrealistische Gedichte, als wäre es was ganz Normales. Und das raubt natürlich viel von dem, was da ein Potenzial drinnen wäre. Was danach folgte, das glaube ich, werdet ihr bei den nächsten Konferenzen hören, bezüglich Situationismus, Lettrismus und Pataphysik und. Also es gab dann quasi Neugründungen also im ähnlichen Stil nach dem Krieg, die sich aber immer mehr ganz klar vom Surrealismus distanziert hatten. Und ja, was heute übrig bleibt, vielleicht nur ganz kurz, weil ich diskutiere lieber, als da zu viel herumzureden. Vor ein paar Jahren war im Centre Pompidou, also in Paris, eine große Ausstellung, die sich ganz groß die surrealistische Revolution, so wie es auch deren erste Zeitschrift nannte,
Und man konnte über viele Etagen hinweg alle möglichen Bilder sehen und auch irgendwelche Texte. Aber eigentlich, was dort präsentiert wurde, war eigentlich nur die sozusagen die ästhetische Revolution, unter Anführungszeichen, also die man eigentlich heute gut verkaufen kann auch. Und weniger das Politische, also die politische Dimension. Ja, soweit einmal der erste Teil. Und jetzt Fragen, wenn es geht. Ja. Also ich kenne ja als Surrealisten eigentlich fast nur Dali. Ich wollte mal wissen, inwieweit der sich da beteiligt hat. Oder war das irgendwie nur so ein Exzentriker, der halt seine Kunst gemacht hat, aber sich politisch eigentlich gar nicht engagiert? Doch, also Dali gehörte zwar eher zu jenen, die jetzt nicht zu der KP beitraten. Das war so eine kleine Gruppe von ja, Spaniern und Spanierinnen, also Dali und Buñuel, die halt in Madrid, da gab es so ein Studentenheim, und da haben sich die alle kennengelernt, haben ganz was anderes studiert. Ich glaube, Dali hat Mathematik studiert und Buñuel, was keine Ahnung, irgendwas, was, also kein Film auf jeden Fall. Und haben aber schon dort begonnen, irgendwie in die Richtung zu arbeiten und sind dann natürlich nach Paris, weil Paris war das Zentrum der Welt, und haben sich ziemlich bald den Surrealisten und Surrealistinnen angeschlossen, beziehungsweise wurden sie von ihnen akzeptiert, weil sie halt ziemlich durchgeknallte Ideen hatten. Und vor allem am Anfang eher im filmischen Bereich. Also es gibt da den ersten Film, Der andalusische Hund, der also ein ganz kurzer, also 20-Minuten-Film ist. Vielleicht kann sich manche erinnern, also wo man das am Anfang das Auge durchschneidet und dann die Ameisen aus der Hand kraxeln und so. Das war also gefundenes Fressen für Breton und so, die waren ganz begeistert und haben die natürlich sofort aufgenommen. Das war, ich glaube, 1928. Und 1930 gab es dann sozusagen den großen Skandal, bei dem Dali indirekt involviert war. Also vor allem, wenn man selbst Kunstschaffender ist, stellt sich natürlich die Frage, wie haben die damals gelebt? Ja? Also von was haben die gelebt? Ja? Weil wenn man da eine Revolution macht und so, und irgendwie muss man ja die Miete zahlen und so. Und wenn man Gedichte schreibt, ich meine, man darf das nicht, also jetzt sind Bretons Gedichte im größten Verlag Frankreichs zu kaufen und hin und her. Damals waren es halt so Mini-Auflagen von ein paar hundert Stück, die man eher geschenkt bekommen hat, als gekauft hat. Also wir haben die gelebt und es gab da natürlich Mäzene und Mäzeninnen. Und eine davon war ein Ehepaar, ein aristokratisches Ehepaar, also so, wenn man so will, französischer Hochadel, der Comte Noailles. Der hat seiner Frau, also sehr, sehr reich, ja, also unvorstellbar reich, also zumindest für mich, und der hat seiner Frau jedes Jahr einen Film geschenkt. Ja, also hat irgendwelche Künstler gefragt und Künstlerinnen, bitte macht so einen Film, und das wurde dann zum Geburtstag seiner Frau vorgeführt. Und da gab es halt die zweite Produktion mit Buñuel und Dali, Das goldene Zeitalter, der dann zu regelrechten Straßenschlachten geführt hat. Also das war eher Buñuels Arbeit, obwohl der Max Ernst übrigens da eine kleine Rolle hat und viele andere auch von den Surrealisten, also man bekam auch so Geld als Statist. Nicht? Und also es wurde das Kino gestürmt von, wenn man so will, also Neonazis ist vielleicht noch zu früh der Begriff, aber so von rechtsextremen Gruppen. Es gab dann einen gewerkschaftlichen Ordnungsdienst, der auf das Kino aufpassen sollte. Es wurden dann die Bilder, die im Foyer hangen, viele Bilder von Dali, aber auch von Max Ernst und anderen, wurden beim ersten Mal komplett zerstört, also verwüstet von diesen Schlägertrupps. Also so gesehen war Dali sehr involviert. Was er dann noch gemacht hat, naja, er wurde dann immer mehr zum Exzentriker und seine verharmlosende Haltung gegenüber Franco und dann gegenüber Hitler und also wo er halt das irgendwie also sehr komisch drüber gesprochen hat auch dann dazu geführt, dass sich die Surrealisten und Surrealistinnen von ihm sehr stark distanziert haben. Also bis auf eine, nämlich Degala, das war die Witwe von einem sehr, sehr wichtigen surrealistischen Dichter, dem Paul Éluard,
Und die war dann mit Dali verheiratet bis zum Ende. Und ja, aber der hat sich natürlich am meisten verkauft und hat sich auch nicht dafür geschämt, unter Anführungszeichen. Ja, also alle anderen hatten immer so ein mulmiges Gefühl, wenn dann plötzlich die Guggenheims kamen und Bilder kauften. Das war immer so ein bisschen störend, nicht? Dali hat das halt voll genossen und hat dann das Geld verprasst. Er hat sich irgendwas gekauft dafür. Also es gab da, also es war ein eigenes Kapitel, Dali. Aber was ist denn die Einstellung der Surrealisten generell zum Menschen und zum Menschengeschlecht? Also kenne mich nicht sehr gut aus im Surrealismus, aber es wäre halt immer, also was mir halt in den paar Sachen aufgefallen ist, ich kenne, dass der Mensch immer kaputt gemacht wird. Also dass der im Prinzip oft Objekt ist und oft als ja, schlecht ist. Naja, es wird eher, also es gibt ja ganz verschiedene Positionen, aber wenn man so will, von Breton in seinen Manifesten und in seinen, also seinen, das haben die auch in der Gruppe geschrieben, wird der Mensch quasi als unterdrücktes Wesen, das nicht zum Ausleben all seiner Freiheiten kommt, beschrieben. Das heißt, solange ein Mensch sich anpasst, ist er ein schlechter Mensch. In dem Moment, wo er alle Fesseln sprengt und ihm halt mit Hilfe der Kunst oder dieser Praktiken, dieser künstlerischen Praktiken, also in dem Moment, wo er sich befreit, kann er quasi als Mensch, also es ist heute ein sehr schwer nachvollziehbarer Diskurs. Ja. Also, wie du sagst, das Menschenbild ist ein sehr, ist einerseits sehr romantisches, andererseits sehr, sehr, ja, was man dann später anarchistisches nennen würde. Und es wird eher die Gesellschaft quasi attackiert und das, was sie mit den Menschen macht. Ja, im Anschluss daran, das widerspricht aber doch eigentlich den humanistischen Idealen, die damalige Kommunistische Partei auf jeden Fall bewegte und für die man kämpfte in der linken Bewegung. Also deswegen wundert es mich, dass Dali war ja tatsächlich auch von Franco dann akzeptiert, nicht? Also hat ja eigentlich mit den Faschisten seinen Frieden gemacht. Ne? Also das irritiert mich ein bisschen, weil die Frage war ja nun tatsächlich die und wurde von Ihnen ja so beantwortet, dass das eigentlich bildet doch dann Widerspruch zu den kommunistischen Überzeugungen. Ich wollte dann noch, was zweites war, nach dem Krieg, gab es ja nun, also nach dem Zweiten Weltkrieg, kaum aktive Surrealisten. Margrit ist mir im Begriff, aber sonst eigentlich fast niemand. Ja, also der Blaise Cendrars, Aimé César wird ein bisschen als also diese Antikolonialismusbewegung von Breton als großer Nachfolger hingestellt, also so in den 50er Jahren. Aber zurückzukommen, natürlich, das war einer der Knackpunkte mit der KP. Also das Bild, das, also diese absolute Freiheit des Individuums, war, dazu ist ja der Breton dann in den 50er Jahren wieder zurückgekommen, nachdem er also endgültig auch mit dem Trotzkismus gebrochen hatte, wenn man so will. Also mit jeder Art von kommunistischer Partei, kamen sie wieder zurück zu diesen anarchistischen Ansätzen, die am Anfang, also in Kombination mit dem Dadaismus, aber auch mit den doch in Frankreich sehr stark vertretenen anarchistischen Gruppierungen stattgefunden hat. Also ich glaube, Max Stirn und Bakunin waren dann eher plötzlich wieder präsenter. Und ich meine, der eine Einzige, der nach Spanien ging, ist ja nicht zu den internationalen Brigaden gegangen, sondern zur Colonna de Ruti. Und ich würde mal behaupten, dass Breton, wenn er in der Sowjetunion gewesen wäre, hätte er auch entweder Selbstmord begehen können oder sonst was wäre mit ihm passiert. Also das war einer der Hauptgründe, warum sie hatten ja auch, also
Also vielleicht noch ganz kurz mit diesem Selbstmord. Ja. Also es gab 1935 einen Kongress dieser antifaschistischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Das war quasi eine Vorfeldorganisation der KP auch. Und André Breton war Gründungsmitglied, aber es wurde ihm das Wort verweigert. Daraufhin hat sich in der Nacht davor, also bevor dieser Kongress stattgefunden hat, hat René Crevel, also ein anderer Dichter, der noch der KP sehr verbunden war, aber auch noch Breton, hat, was übrigens ein häufiges Phänomen ist unter Surrealisten und Surrealistinnen, Selbstmord begangen. Und daraufhin haben die ein bisschen nachgegeben und es durfte sozusagen der Paul Éluard, der halt eher KP-nah war, also ein anderer surrealistischer Dichter, durfte den Text von Breton quasi kurz vor Mitternacht, also kurz bevor die den Saal verlassen mussten, vortragen. Ja. Und es wurde auch hingewiesen, dass wahrscheinlich mitten im Vortrag dieses Textes von Breton das Licht abgedreht wird, weil der Saal geräumt werden muss. Das heißt, der Bruch war ziemlich brutal. Ja. Es war nicht so ein Auseinanderleben, sondern gerade aus diesem Punkt her, und weil auch sich Breton und die anderen nicht als, also ich glaube, Stalin hat den Schriftsteller als Ingenieur der Seele bezeichnet, und ich glaube, die sahen sich nicht als Ingenieure von irgendwelchen Seelen. Ja. Ja, aber das war jetzt eigentlich, wenn ich nur sagen darf, das war ja die nächste Phase. Dass mit Stalin natürlich hier keine Verbindung bestehen konnte, ist ja klar. Aber die Frage war eigentlich im Ansatz schon. Im Ansatz war das Menschenbild eigentlich ja, ist es für mich nicht ganz verständlich, dass das Menschenbild kein humanistisch, sogar patriarchalisch scheinbar war andererseits aber man sich nun der extremen Linken verbunden fühlte, die ja ganz andere Ideale hatte. Ich meine, Frauenrechte und das war ja ganz groß geschrieben und bei der russischen Revolution auch im Vordergrund und wurde ja auch erreicht sogar 1917, 18. Also da muss doch, mir ist der philosophische Ansatz oder dieser Widerspruch nicht ganz verständlich. Naja, auch die Psychoanalyse wurde ja von den Kommunisten als bürgerliche Wissenschaft von Anfang an abgetan. Und das war ja einer der Hauptpfeiler des Surrealismus, nicht? Also der Pierre Naville hat ja Jahre gebraucht. Also es war ja, also ich glaube erst nach 5, 6 Jahren hatte, also Pierre Naville war dieser eine Herausgeber und spätere Psychoanalytiker, der Zeitschrift Klarheit, Clarté, hat ja Jahre gebraucht, um die zu überreden, der KP beizutreten, was ja auch nicht alle getan haben. Also einer der konsequentesten quasi Pessimisten, weil das war auch ein Unterschied, also auch wenn man dann später Sartre liest, ja, so der Optimismus hat im Vordergrund zu stehen, ja, neue Welt, Optimismus, und für die Surrealisten und Surrealistinnen war es eher der Pessimismus. Also man soll so frustriert sein, dass man durchdreht und alles kaputt macht. Ja. Das wäre das beste Modell. Das heißt, es gab massiv diese Widersprüche und von dieser großen Gruppe, ich meine, es waren doch so ein Umfeld von André Breton und den anderen waren doch, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Menschen aktiv, traten halt 5 der KP bei. Und sie taten es aus rein pragmatischen Gründen, mehr oder minder, weil es die einzige Partei war in Frankreich, die ein revolutionäres Ziel hatte und gleichzeitig auch eine Massenpartei war. Und sich ganz klar vom französischen Staat und distanzierte. Und die ersten Brüche kamen dann ja eigentlich, also nicht nur mit den Moskauer Prozessen, sondern auch zum Beispiel, was die Surrealisten sehr kritisiert haben und Surrealistinnen, war eine Art französisch-sowjetisches Freundschaftsabkommen, auch in den 30er Jahren. Das war inakzeptabel. Wie konnte das Land der Revolution mit Frankreich, dem Land, das die Kolonien hat und so, Freundschaft schließen? Ja? Ja, das war die Volksfrontregierung. Naja, das war noch vorher. Also es war ja parallel. Obwohl zum Beispiel während der Volksfrontregierung also ich glaube, es gab dann diesen Punkt, wo die Gefahr des Faschismus so groß war, dass für Breton und für kommunistische Dissidentinnen und Dissidenten und halt für diese ganzen Gruppen, die im Vorfeld der Volksfrontregierung sich gebildet haben, also dieser Kampf wichtiger wurde als irgendwelche Parteien. Und vielleicht auch noch da hinzufügen,
dass ja einige Kommunisten und Kommunistinnen in diesen Vorfeldorganisationen, noch bevor sie die Erlaubnis von Moskau bekommen haben, schon mitgemacht haben, was deren Ausschluss auch bewirkt hat. Also vor allem einer, und das sind ja auch so ganz paradoxe Biografien, die es in Frankreich gibt, also einer der wichtigsten Kommunisten damals, der halt im Vorfeld dieses antifaschistische Bündnis versucht hat mit zu unterstützen, wurde dann später einer der schlimmsten französischen Nazis, nämlich Doriot, quasi Nummer 2 in der KP, Abgeordneter, Bürgermeister eines großen Arbeiterbezirks und später dann quasi irgendwo gefallen in der Ukraine in SS-Uniform, nicht? Also, aber das ist gut, ja. Ich habe auch 2 Fragen, und zwar, was ist mit den Surrealisten oder mit dem Surrealismus nach 45 passiert? Also, sind die wieder in ihre Heimatländer zurückgegangen? Gab es große deutsche Surrealisten, die wieder zurück nach Deutschland gekommen sind? Und die zweite Frage, in den 90ern gab es eine große Ausstellung im Hauptbahnhof. Ja, 2000 war das, glaube ich. Wie ist das aufgenommen worden, dass das, was dort ausgestellt worden ist, was ja sozusagen, das ist ja irgendein Output, die Künstler von damals, die wollten ja eigentlich nicht, dass das, was sie von sich geben oder dass das, was ausgestellt wird, so habe ich zumindest verstanden, dass das irgendwie vermarktet wird oder so, sondern dass es eigentlich um seiner selbst willen da ist, aber nicht um jetzt irgendwie als Kunstobjekt bedacht zu werden und dann vielleicht noch verkauft oder konsumiert zu werden. Also Verkaufsausstellungen gab es schon relativ früh. Es gab 1938 eine sehr große Ausstellung in London, also auch von Breton mitorganisiert. Es gab in Paris große Ausstellungen. Es gab, also vielleicht, also sie hatten ein bisschen Glück, vielleicht auch, weil sie so hervorstachen aus anderen Künstlerinnengruppen und Künstlergruppen. Und man das Gefühl, also so einige Sammler und Sammlerinnen das Gefühl hatten, da passiert Geschichte. Haben die halt massiv eingekauft. Also wie gesagt, Guggenheim, noch viele andere Sammler und Sammlerinnen, also da gibt es genug. Also Miro, Dalí, das wurde alles gekauft. Was Surrealismus nach 45? Also vielleicht erzähle ich eine etwas nicht so weit verbreitete Geschichte, die nämlich Wien betrifft. Ja. Nämlich wie vielleicht auch nach 45 Surrealismus begriffen wurde. Wir haben nach 45 in Wien ein, zwei Remigranten und Remigrantinnen oder Flüchtlinge aus Osteuropa, die halt auch in Wien landen. So, also einer davon ist relativ berühmt geworden, später Paul Celan. Aber es gab auch andere, die weniger bekannt sind, die aus Paris zurückgekommen sind oder aus der inneren Emigration. Und die haben dann ziemlich bald eine Zeitschrift herausgegeben in Wien, die hieß Der Plan, die sozusagen versucht hat, anzuknüpfen an die Moderne vor 38 bzw. 33, also im deutschsprachigen Raum in Österreich. Und gut, das war ein kleines Grüppchen, es war nicht wirklich ein großes Ding. Es gab dann den Art Club, der in diesem Kontext auch existiert hat. Und es war sozusagen die Szene in Wien nach 45, wo halt vor allem Künstlerinnen und Künstler in Ausbildung, wie ich das immer sage, also Kunststudentinnen, sich wiederfanden und eben halt Leute, die halt nicht Nazi vorbelastet waren. Ja. Gab es nicht sehr viele, obwohl schon während des Krieges, also gab es in Wien zum Beispiel einige Maler, die sehr wohl mit den Nazis, also diese furchtbare Sachen gemalt haben, da die ganze Zeit, und die kurz, so also wie es schon irgendwie ab 44, wie es schon begonnen hat, dem Ende entgegenzugehen, haben die begonnen, surrealistisch zu malen. Ja? Also ist auch immer, da muss man auch immer unterscheiden, wenn man etwas beschreibt, das schaut so surrealistisch aus, oder es wirkt so surrealistisch,
hat es unter Umständen nichts mit Surrealismus zu tun, nur weil da irgendein Vogel herumfliegt und was weiß ich, irgendwas deformiert dasteht oder keine Ahnung. Ja. Und dieser Art Club hatte dann wieder eine Abspaltung zur Folge, und das war die Wiener Gruppe, die sogenannte Wiener Gruppe, die sozusagen auch versucht hat, am Surrealismus anzuknüpfen. Zwei junge Kunststudentinnen, also eine Studentin und ein Student, fuhren dann auch nach Paris, Anfang der 50er Jahre, zu André Breton, nämlich der Arnulf Reiner und die Maria Lasnik, also die zumindest in Österreich sehr berühmt sind, und waren dann sehr enttäuscht und haben dann was anderes dort entdeckt, was sie viel mehr beeinflusst hat, wenn man so will. Nur das Tragische, und jetzt kommt, also einer der Autoren der Wiener Gruppe, Gerhard Rühm, hat dann irgendwann mal später so eine Art Nacherzählung, wie das Ganze entstanden ist, gemacht. Also wie die Gruppe entstanden ist, in welchen Kellern sie sich getroffen haben, und wie der Jazz entstanden ist. Und dann kommt ein ganz schlimmer Satz, also für mich zumindest, vor, nämlich, dass das einzig Schlimme am Nationalsozialismus, oder das Schlimme am Nationalsozialismus sei gewesen, dass der Anschluss an die Moderne verloren gegangen wäre. Punkt. Und sonst nichts. Ja. Und das war die Rezeption des Surrealismus oder der Avantgarde, oder das, was man sich darunter vorstellen kann, in Österreich. Es gibt ja noch mehrere Beispiele, zum Beispiel H.C. Artmann, den man ja auch gut vielleicht kennt. Der hat, also wie das Bundesheer wieder neu geschaffen wurde, gab es natürlich Proteste dagegen, also politisch waren sie schon irgendwie. Aber in seinem Gedicht gegen das Bundesheer bezieht er sich vor allem auf die K&K-Armee. Also es gibt kein Wort über die Beteiligung sozusagen an den Wehrmachtsverbrechen. Also das ist kein Grund, warum es kein Bundesheer geben soll, sondern die Dragoner von damals. Ja. Und was Frankreich betrifft, natürlich sind die alle nach Frankreich zurück. Einige haben auch in Frankreich, also ganz paradoxerweise, ich habe es nie ganz kapiert, wieso, aber einer der, wo es immer so ein Hin und Her gab, also einer der wichtigsten, am Anfang Surrealisten, aber auch vorher Kubisten und später dann also einfach Mythos in Person, nämlich Pablo Picasso, hatte die ganze Zeit über in Paris gelebt, also wurde weder verhaftet, irgendwas, nichts ist mit ihm passiert, obwohl da seine politische Position eindeutig gewesen ist. Ich meine, sein Guernica-Bild war ja 1937, nicht? Zu sehen, ganz prominent, war ein Riesenskandal. Oder auch kein Skandal, also je nachdem, von welchem Standpunkt. Das heißt, es wurde versucht, sich wieder anzuknüpfen, nur es hat vielleicht Adorno hat das irgendwie beschrieben, also zu seinen Bemerkungen zum Surrealismus, nämlich dass der Surrealismus halt seinen Schockeffekt verloren hat. Ja. Also 1920 konnte man noch schocken, indem man irgendwie assoziativ irgendwelche verrückten Sachen in den Raum gestellt hat. Nach 1945, glaube ich, war das, was vorher passiert ist, überschockbar. Also prominente Surrealisten, die umgekommen sind. Es gibt Robert Desnos, der wurde deportiert und erschossen. Das sind sozusagen also von den Autoren und Autorinnen, die in den Schulbüchern vertreten sind. Ja, es gab schon dann auch in der Resistance, also zum Beispiel René Char, ist ein anderer aus dem Surrealismus kommender Autor, also Dichter, der dann eine ziemlich wichtige, also ich glaube, der hieß Colonel Alexandre, also hat eine ziemlich wichtige Funktion im Süden von Frankreich gehabt. Und Max Ernst, also ich glaube, der ist nie nach Deutschland zurückgekehrt, wenn mich nichts täuscht, der ist dann in Frankreich geblieben, also so, oder? Ich weiß nicht. Ich würde gerne mal bei den Situationisten anknüpfen, wenn du das wer was gesagt hattest. Also es gibt diesen Satz von dem Guy Debord, der Dadaismus wollte die Kunst wegschaffen, ohne sie zu verwirklichen, und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie wegzuschaffen. Und die situationistische Forschung ergeben, dass
das Wegschaffen und das Verwirklichen der Kunst eigentlich dieselbe Aufgabe der Aufhebung der Kunst sind. Also könntest du vielleicht anhand von dieser Kritik auch nochmal ein bisschen das Verhältnis von den Surrealisten zur Kunst irgendwie skizzieren und dann wäre für mich auch relativ interessant die Frage, warum es so einen krassen Bruch jetzt von den Situationisten zu den Surrealisten gegeben hat. Also die haben ja teilweise richtig runtergesaut und es gab zum Beispiel das Ereignis, als die Gruppe um Bouton die Situationisten gefragt haben, ob sie zusammen die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Rimbaud stören wollen und dann haben die mit einem riesigen Konflikt dieses Angebot abgelehnt. Also du hast in einem anderen Vortrag mal gesagt, dass der einzige Fehler des Surrealisten gewesen sei, dass sie sich nicht rechtzeitig aufgehoben haben. Ja, meine Frage ist, ist das wirklich der einzige Grund, oder weil es eigentlich doch so viele Gemeinsamkeiten gibt? Mit den Situationisten, ja. Naja, also gut, in deiner Frage ist ja schon viel an Antwort drinnen. Also wenn ich das mal psychologisch betrachten darf, ich würde sagen, der Breton hat es nicht akzeptiert, dass, oder hat es nicht verkraften können, dass sozusagen er überholt wird. Das wäre mal so eine mögliche Beschreibung. Hat versucht, sozusagen diese jungen, kritischen Leute da irgendwie einzubinden. Aber das wäre nur gut gegangen, wenn die ihn sozusagen als ihren Guru akzeptiert hätten. Also so weit waren wir dann schon in den 50er, 60er Jahren. Und er hatte diese Funktion. Ja. Und das hat halt viele abgeschreckt. Ja. Also es hat sich dann nach dem Krieg haben sich kaum mehr Leute an ihm gesammelt, die wirklich auch eigenständige Arbeiten, also längerfristig gesammelt machen konnten, ja, oder wollten. Also von denen kennt man, also wie du vorhin schon sagtest, man kennt ja kaum Surrealisten von nach 45. Magritte hat sie schon vorher gegeben und der wurde halt nur dann noch berühmter, weil das halt, das war nur noch irgendwie so Nostalgie, nicht? Also da, wo die Sprache der funktioniert hat, war halt, oder auch diese Schocks, obwohl man das ja auch nicht überbewerten darf, waren halt in den 20er, 30er Jahren. Aber ich meine, wer hat das damals mitgekriegt? Das waren, wie gesagt, kleine Publikationen, das waren Zeitschriften in ein paar tausend Stück Auflage. Also irgendwer hat mal recherchiert, das ist also so richtig ein Begriff. In einer Stadt von ungefähr 2 Millionen Einwohnern, wie es Paris damals war, war vielleicht an die 5000 Menschen, war der Surrealismus ein Begriff, ja, wenn man es so großzügig rechnet. Das heißt, der Einfluss war minimal. Ja. Und die Aufhebung der Kunst, also die Surrealisten und Surrealistinnen konnten es halt immer nur vorexerzieren mit sich selbst, obwohl das ja teilweise nicht ganz glaubwürdig sein konnte, weil der Breton hat es zwar gesagt und dann hat er Galerie betreut, ja, und Bilder verkauft. Also irgendwie ist schon mal ein Widerspruch da. Wie gesagt, er musste seine Miete zahlen und was anderes wollte er halt nicht machen. Und die Bücher, also von Büchern kann er nicht leben. Und das weiter fortzusetzen nach 45, diese, also wo auch die Sammler gefehlt haben und die Sammlerinnen, war irgendwie, oder auch mit diesem Habitus, war irgendwie ein bisschen etwas eher Abschreckendes für Leute wie Guy Debord, der halt seine eigenen Ideen hatte. Und eigentlich dann auch zum Guru wurde. Ich meine, der hat ja, ich weiß nicht, der hat ja quasi jedes Mitglied der Situationistischen Internationale irgendwann mal ausgeschlossen. Also da gab es ja 60 Ausschlüsse. Ich glaube, nur einen hat er nicht ausgeschlossen, weil der hat sich von allein, den Asghar Yorn, genau, den hat er nicht ausgeschlossen, weil der hat immer mal viel Geld verdient mit seinen Bildern und hat sich selbst zurückgezogen, weil er sozusagen als wohlhabender Mensch nicht in der revolutionären Bewegung Mitglied sein kann. Hat aber dann Geld gespendet. Also, ich weiß, ja. Wie revolutionär war denn das wirklich? Also das entscheidende Ereignis in den 30er Jahren war ja nicht so sehr, also einerseits natürlich in Deutschland, aber war ja der spanische Bürgerkrieg. Und im spanischen Bürgerkrieg waren ja die Fronten nicht zwischen Kommunisten und Faschisten, später erst nachdem Russland eingibt, sondern zunächst einmal zwischen der viel größeren anarchistischen Bewegung.
Und das war, ist mir also nie klar geworden, auch es gab ja die Geschichte der Anarchie als philosophischer Bewegung. Mhm. So war das ja nicht. Die Leute agierten ja nicht im luftleeren Raum. Und das ging unter mit dem Sieg der Faschisten. Ne? Wie war denn hier die Beziehung? Also, kann man also sagen, dass diese surrealistische Kunst, das Kunstcafé oder wie man es nennt, eine Beziehung zu den Anarchisten auch eigentlich hatte, wäre es zum Kommunisten oder wäre das jetzt provokativ? Nein, das stimmt schon. Also wie gesagt, also von den Leuten, die 1936 sich noch zu den surrealistischen Kreisen Montrepreton gezählt haben, ging wie gesagt einer in den Bürgerkrieg und es war Benjamin Perret und der ging zur Colonna de Ruti. Und wenn man schaut, Ruti, es gab zwei große anarcho-syndikalistische Gewerkschaften, also die, weiß nicht, man muss die Dimensionen, also die KP hatte in Spanien 10.000 Mitglieder und diese zwei Gewerkschaften 1 Million. Ja. Ja, ja. Und die haben quasi Barcelona gehalten. Und eine Symbolfigur, aber der starb ziemlich bald, war halt ein ziemlich wüster Typ, also jetzt nicht im negativen Sinn, also der musste schon vorher Spanien verlassen, weil er, also noch unter der Republik waren ja die Anarchisten ja auch schon verfolgt, hat er Banken überfallen für Geld für die Anarchisten und hat dann in Spanien hat ihn welche, also was jetzt auch in Frankreich passiert, nur mit ein bisschen rabiateren Methoden, ist er halt mit seinen Pistoleros, so nannte man sie, ist er halt zum Direktor der Fabrik reinmarschiert und gesagt, so jetzt gibt es eine Gehalterhöhung oder wir schießen dich und dann gab es eine Gehaltserhöhung. Und so Sachen, ja, also das war Bonaventura Durruti und der ist dann, der war halt relativ gut organisiert und kannte sich halt, ich meine, das waren ja alles Arbeiter, die noch nie ein Gewehr in der Hand hatten, ja, und der hatte schon sowas, ja, und deswegen hat er halt so eine dieser Milizen gegründet und die hieß Colonna Durruti nach ihm, aber er starb ziemlich bald und man weiß nicht genau wieso, also es gibt das Gerücht, die Kommunisten haben, zuerst einmal die Faschisten haben ihn erschossen, ja. Also es gibt von Abel Paz, gibt es einen dicken Wälzer über sein Leben. Dann, also auch um diese Kluft zu zeigen, dann zwischen Kommunisten und Anarchisten und Anarchistinnen. Dann hieß es, die Kommunisten haben ihn erschossen, ja, weil er zu gefährlich wurde, also 36. Und dann wahrscheinlich, die wahrscheinlichste Theorie ist eine ganz banale, und dann die dritte war noch, seine Leibwächter haben ihn erschossen, weil sie hatten Angst, dass er sozusagen durchdreht und jetzt zum Führer wird, was irgendwie dem anarchistischen Ideal widerspricht. Ja, weil er war zwar ein guter Organisator, aber war kein Chef. Ja, also das gab es nicht. Und sie hatten Angst, dass er das jetzt wird und dass die anderen das vielleicht wollen, und dann haben sie ihn erschossen. Aber es stimmt auch nicht. Es war ein Unfall. Also man behauptet, er hat irgendwie, also bei der Autofahrt hat ihm das Gewehr blöd gehalten und hat sich selbst irgendwie. Und das hat man erst vor kurzem irgendwie nochmal recherchiert. Also der Abel Paz vertritt diese Theorie. Aber das konnten sie damals natürlich nicht sagen, weil das wäre peinlich gewesen. Aber gut, aber der Durruti war halt wurde auch rezipiert. Man hatte noch, das war zur gleichen Zeit, gab es ja auch, also 36, 37, 38 eher so von Breton aus eine Annäherung an Trotzki. Wie gesagt, dieser gemeinsame Text in Mexiko. Und zu den anarchistischen Wurzeln, wenn man so will, zurückfahren Breton erst nach dem Krieg wieder. Ja. Also. Aber der Benjamin Perret ging nicht zu PUM, weil da gab es auch eine trotzkistische, oder könnte man sagen, also das stimmt ja auch nicht so, aber Miliz, die PUM. Aber der Perret ging nicht zu PUM, sondern zu den Anarchisten. Hat es überlebt und war sozusagen einer der letzten, nach dem Krieg einer der letzten von der alten Partie, wenn man so will, der bei André Breton blieb, also den er nicht vergrault hat. Ja, Entschuldigung. Inwieweit die halt Kunst und Alltag und Politik zusammengebracht haben, weil irgendwie hört sich das die ganze Zeit so ein bisschen abgespalten an. Das ist doch auch, glaube ich, die Idee der Situationisten oder so, dass halt die Kunst, das Abschaffen einfach meint, dass die Kunst was Selbstverständliches ist und nichts eigentlich. Genau.
Ja, wie gesagt, das ist vielleicht auch ein Punkt, in dem Zitat von de Bort gut zum Ausdruck kommt. Das Agieren von Breton und von den anderen war in diesem Zusammenhang, man könnte fast sagen, schizophren. Ja. Also die haben zwar in ihren Happenings und in ihren Büchern und in ihren Sitzungen, haben sie versucht, anhand dieser künstlerischen Praktiken an sich selbst zu testen, was sie dann den anderen gesagt haben, was sie auch tun sollen, also das automatische Schreiben und. Aber wenn sie dann an die Öffentlichkeit gingen, also vor allem dann später, wenn, gerade in diesem Kontext im Kampf gegen den Faschismus, haben sie sich ganz normalen Vereinen angeschlossen, haben ganz normale, also schon ein bisschen verrückter klingende Ansprachen oder Petitionen verfasst, haben dann später halt ganz normale, unter Anführungszeichen, Radiosendungen gemacht. Also es war halt sozusagen, also sie haben es, also komischerweise die Einzigen, die es geschafft haben, darauf beziehen sie sich auch selbst, und der Camus sollte das später nochmal aufgreifen, ich glaube im Mythos des Sisyphus, wenn mich nicht täuscht, nämlich die Frage des Selbstmordes. Also wir haben, gerade am Anfang haben wir einige Autoren und Autorinnen gehabt, die, also vor allem der Jacques Vacher, der ganz am Anfang, der hat irgendwie 10 Kugeln Opium geschluckt, ja, und war dann weg. Und der andere, hatte ich vergessen nur seinen Namen. Genau, der Jacques Rigaud, der hat auch so ein Buch verfasst über Selbstmord, der hat sich dann auch umgebracht. Ja. Und das war immer sozusagen die Frage, ob Selbstmord gerechtfertigt ist oder nicht. Und der Jacques Rigaud hat jetzt nicht viele Gedichte geschrieben oder sonst was, gilt aber sozusagen als ein surrealistischer Dichter, der in der Unerträglichkeit des Seins, also in der Unmöglichkeit, irgendwas zu ändern, quasi den ultimativen Akt setzt und sich quasi umbringt, als Überschock, den dann natürlich niemand tangiert hat. Also es war jetzt nicht, also die Situationisten haben das viel mehr verknüpft, ja, also die haben Happening und politische Aktion, das war alles irgendwie ein Ding. Ja. Der Breton, der... Haben die das umgesetzt? Was denn? Das halt zu verbinden. Die Situationisten, ja, gibt es glaube ich in wie vielen Wochen gibt es da einen Vortrag? Steht auf dem Plakat. Aber ich würde durchaus sagen, dass es noch einen Aspekt gibt der Aufhebung der Kunst bei den Surrealisten, was die Situationisten dann später auch übernommen haben, nämlich das Umherschweifen. Also das beschreibt ja der Aragon auch im Pariser Landleben ganz sehr, also was künstlerische Praxis ist, einfach halt durch die Viertel in Paris zu schweifen oder durch die Parks und so. Und das halt so eine Sache wird, zu einer wichtigen Aktivität wird. Ja, ich meine, es gibt dieses eine Buch von André Breton, also noch in der Frühphase geschrieben, Nadja, wo halt ganz bewundernd eine Frau kennenlernt, die er dann Nadja nennt, sie ist anders, die halt genau das gemacht hat. Sie wurde quasi zu einem Idol. Ja. Wenn man aber sich genau anschaut, was da wirklich passiert ist, und das ist sozusagen das, was einem dann, ich meine, das Buch ist ja schön, ist großartig und man kriegt so richtig Lust, da herumzurennen. Nur die Realität war folgende, dass sie wahrscheinlich gerade also manisch war und halt herumgerannt ist, und wie sie dann tatsächlich eingeliefert wurde in die Irrenanstalt, obwohl für Breton quasi die Irren immer die tollen Menschen waren, ja, hatte sich halt nicht nur um sie, also dann war sie halt vergessen, ja, war die nächste Frau dran. Also es ist eher so ein romantischer Zugang, also eher so eine Art, ein Show-Effekt. Also Man reißt was an, aber also zumindest in dieser Zeit. Aber dass da halt Menschen involviert sind, halt wie die Frau, die sozusagen hinter der Romanfigur Nadja steht, die dann quasi interniert wird und dann sich selbst überlassen wird, das ist dann sozusagen die reale Welt, nicht? Aber ein Bestseller geworden, nicht? Das Buch. Gab es Verbindung zur existenzialistischen Philosophie dann, also Sartre, Simone de Beauvoir, wäre ja zeitlich
möglich gewesen, denkbar nicht. Also nicht in den 30er, also nicht vor Krieg. Es nee, gab, nee, ich meine 45 oder es gab, also es gab ein kurz, also noch eine politische Aktion, eine nicht uninteressante, die dann aber geplatzt ist. Also es gab kurz nach dem Krieg, gab es in Frankreich den Versuch, und zwar an der Spitze mit Camus, Sartre, also bevor Sartre, also Camus war zwar noch KP-Mitglied, aber schon etwas, und Sartre war noch nicht wirklich, also war volles KP-Mitglied, und Breton, eine Partei zu gründen, eine linke Partei von Intellektuellen, und also Schriftstellern, Schriftstellerinnen, vor allem auch mit vielen aus der Resistance, also hätte was werden können. Sie hatten plötzlich sehr viele Mitglieder, und zwar Linke, die jetzt KP-kritisch sind oder antistalinistisch. Der einzige Haken, warum es da nie zur Gründung kam, war, dass ein Teil der Finanzierung, glaube ich, von der Ford Foundation kam, wo wir wissen, also quasi, es war so ein, oder beziehungsweise von einer Gewerkschaft aus Amerika, die, also es gab am Anfang Versuche, so wie das CIAs, linke, antistalinistische Gruppierungen, Parteien zu fördern, also ohne deren Wissen natürlich, ja. Aber irgendwann hat man es gewusst und dann war natürlich das Projekt kaputt, weil das nicht vertretbar war, also intern. Von daher kannten sie sich sicher, aber der Sartre hat nicht sehr viel von Breton gehalten. Also das waren für ihn halt, wie gesagt, bürgerliche Kinder, also man war ja selbst auch nicht da, aber die halt sich gegen die Väter auflehnen, so beschreibt er sie, und die Welt der Väter zerstören wollen, ja. Und für die, so, also für Breton war halt das, was Sartre so verfasst hat, eher so ein fader Abklatsch seiner großen Ideen, seiner eigenen.